Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einem neuen Video zum Aquamedic Jascha als kleines Update. Und ja, ich blende mal zwischendurch immer ein paar Kleinigkeiten ein und ja, schauen uns das Ganze hier dann mal jetzt im Ist-Zustand. Der Zustand, der dieses Becken schon seit Wochen, Monaten, ja Monaten nicht, aber ich tue hier eigentlich fast gar nichts dran. Ich habe mal außen die Scheiben ein bisschen geputzt, ich bin mal hingegangen und habe ein einziges Mal die Scheiben geputzt von innen, hier mit dem Kratzer hier und tatsächlich sonst Nährstoffversorgung, den Abschäumer lasse ich regelmäßig leer laufen. Da habe ich ja dementsprechend eine Kleinigkeit dran gemacht. Blende ich euch noch mal kurz mit ein. Da geht ein Schlauch oben rein und der läuft runter in den Abwasserbehälter, beziehungsweise nicht läuft runter, sondern wird durch eine Dosierpumpe zweimal am Tag geleert. Dann lasse ich dann 50 Milliliter rauspumpen und das heißt, das läuft ein bisschen länger da unten. Das heißt, der Abschäumer wird halt komplett leer gezogen, alles runter in den Abwasserbehälter. Das war's. Wasserwechsel alle 14 Tage. Bodengrund sauber gemacht, habe ich nicht. Hat jetzt eine leichte Patina hier und da. Ja, ist richtig. Ist also nicht mehr komplett weiß. Aber wie gesagt, ich habe nichts dran gemacht. Und die Tiere und die Korallen stehen eigentlich super da. Was habe ich hier im Endeffekt drin? Für alle die, die es noch nicht tatsächlich verfolgt haben. Ich habe hier eine Sinularia drin, zwei Stück, einmal eine normale, da hinten ist eine Mollis. Ich habe hier 1, 2, 3, ein paar schöne Scheibenanemonen drin. Hier oben ist eine Palitoa grandis, hinten eine Gorgonie, ein paar Zoas. Eine Trachy, nicht ganz so hübsch, eine nicht ganz so hübsche Trachy. Hier unten ist eine kleine Chalice, zwei Nachzuchten hier unten von meinen Fungien unten, oben ein paar grüne Scheibenanemonen, da hinten haben wir ja im Prinzip Briareum, Affenhaar, was ich hinten an die Wand gerne hochziehen möchte. Ja, und das ist im Prinzip eigentlich auch schon alles, was hier an Tier und Koralle drin ist. Tatsächlich habe ich wirklich nichts dran gemacht. Ich hatte keine Algenplage, ich hatte keine Bakterienblüte. Ich habe von Anfang an bin ich hingegangen, okay, ich habe gebrauchtes Wasser, also sprich angeimpftes Wasser von unten genommen. Also sprich, wo alle Nährstoffe drin sind, wo alles vernünftig ausgeglichen war, bis aufs Phosphat, bis aufs Nitrat. Das war ja irgendwo bei 40 bis 50, glaube ich. Damit habe ich das Becken gestartet. Das war die Grundversorgung. Und dann direkt Korallen rein, Korallen geklebt, Nährstoffversorgung über den Rechner bei ATI ausgerechnet und genau diese Nährstoffversorgung umgesetzt zur täglichen Dosierung. Mehr habe ich nicht getan.
So, das Hang-On-Riff blende ich euch jetzt mal ein kleines bisschen ein. Sieht immer noch genauso toll aus wie am ersten Tag. Tatsächlich sind meine Schnecken, die ich hier drin habe, die mexikanischen Turbos, das sind richtige Rasenmäher. Die kann ich euch nur ans Herz legen. Hat auch den Vorteil, dass genau diese Tiere tatsächlich, ich sag's mal, ja, Einsiedler geschützt sind. Aber ich will hier sowieso keine Einsiedler reinpacken, weil die schmeißen mir sowieso nur alles um. Diese mexikanischen Turbos sind besser als die normalen Turbos. So, woran erkennt man die? Die normalen Turbos, wenn man die flach auf die Hand legt, haben das Gehäuse nach oben gekringelt. Die mexikanischen Turbos oder karibische Turbos, die haben halt das Gehäuse zur Seite gekringelt und sind somit, ja, nicht sind somit, es sind definitiv die besseren Rasenmäher. Hier sind 5 Stück drin und eigentlich wollte ich ja noch mehr einsetzen, bin aber bisher noch nicht dazu gekommen, zum Thorsten zu fahren, umgekehrt auch nicht, aber da haben wir das gleiche Spiel, das Becken von dem läuft, anderes Video. Fakt ist, ja, es gibt eigentlich nicht wirklich was zu erzählen. Dieses Becken sollte oder soll euch zeigen, wie einfach es tatsächlich funktionieren kann. Mit einfachen, anspruchslosen Korallen. Eine Grundversorgung, eine gewisse Grundchemie muss da sein. Und tatsächlich habe ich hier auch jede Menge Wassertests stehen. Ich habe es aber, glaube ich, einmal in einem Live gemacht, glaube ich. Und tatsächlich hat man jetzt keinen großen Abfall an Calcium oder Magnesium oder am KH. Ist nicht großartig unten gewesen. Alles andere, ja, was soll ich sagen? Es läuft. Ich kann einfach nur sagen, eingesetzte Technik funktioniert. So, jetzt habe ich ja hier unter anderem auch den Sennheiser Reef dran, der mir die Temperatur überwacht, der mir den pH-Wert überwacht. Und der mir die die Nährstoffe in Bezug auf Ammonium und Ammoniak überwacht. So, und das habe ich überprüft und tatsächlich mit den Tests von Tropic Marine, die ich gekriegt habe, nochmal vielen lieben Dank Tropic Marine für die Unterstützung, kann ich tatsächlich behaupten, dass der Sennheiser Reef das, was er jetzt anzeigt, und das, wie der Ist-Zustand ist, das stimmt hundertprozentig überein. So, beim Sennheiser Reef ist es so, das ist jetzt die Version 6. So, das muss ich ganz offen ehrlich dazu sagen. Der hat sich mit der Zeit verbessert. Es sind immer wieder neue Versionen rausgekommen. Viele von euch haben den damals ja gekauft, um Lichtmessungen durchzuführen. Ich habe ihn jetzt hier tatsächlich zur pH-Überwachung, zur Temperaturüberwachung, zur Ammonium-Ammoniak-Überwachung, Sauerstoffüberwachung. Habe ich was vergessen? Weiß ich nicht. Wenn ja, blende ich es ein. Aber das kann dieses Gerät auch alles leisten. Und tatsächlich jetzt die Version, die ich hier einsetze, die Version 6, mit den entsprechenden jetzt vorhandenen Slides, tut das, was sie soll. So, ich muss natürlich die Möglichkeit haben, meine Messungen zu überprüfen, meine Messungen zu kalibrieren. Das ist wichtig, ähnlich wie ich es auch mit einem pH-Messgerät mache, muss ich hingehen können und ich sage jetzt mal, ja, am besten von einem anderen Becken eine pH-Sonde nehmen oder das Wasser rausnehmen, zum anderen Becken hingehen, eine pH-Messung machen, damit ich das richtig einstellen kann. Das gleiche mit dem NH3, das ist das gleiche Spiel. Damit die Werte dann anschließend noch richtig angezeigt werden. Das ist halt ein Korrekturwert, der bei diesem Messgerät mit angegeben werden muss oder eingestellt werden muss. Das gleiche mit der Temperatur. Da habe ich im Prinzip, wo habe ich es? Da habe ich einen Umblick. Handelsübliches Fleischthermometer. Kostet nicht die Welt beim großen A, irgendwas bei 5 oder 10 Euro. Und ja, okay, wer kein Prime-Kunde ist, muss halt den Versand noch drauf rechnen. Damit habe ich die Temperatur abgemessen und meine entsprechenden Thermometer eingestellt. Hier oben, unten im großen Becken das gleiche Spiel damit und passt soweit alles. Tatsächlich kann ich sogar sagen, der Tunze Hub, den ich unten laufen habe,
Der ist tatsächlich exakt genau da, wo er sein soll. Mit der Temperatur, also sprich dieses Fleischthermometer und der Tunzehub stimmen überein. Sagt mir, passt, was ich hier mache, was ich euch da draußen erzähle. Also ich erzähle euch hier keinen vom Pferd, weil das könnte ja jeder. Nein, aber alles in allem, wenn ich mir jetzt hier die eingesetzte Technik mal anschaue, fliegen wir nochmal kurz drüber. Ich habe hier oben die Aquamedic Cube 30. Einfache Meerwasser-LED für einfache Tiere geeignet. Einfach. Also sprich, es ist für Leder, Weich, Scheibenanemonen, LPS, vielleicht für SPS, wenn man sie relativ weit oben platziert. Weiß ich noch nicht, vielleicht werde ich es demnächst nochmal ausprobieren. Die Technik, top. So, dann gehen wir hier hinten mal weiter und schauen nochmal rein. Wir haben hier im Mittelteil den entsprechenden Abschäumer, den Aquamedic mitliefert. Evo 100 war es, glaube ich, jetzt, nennt er sich. Das ist ein süßer kleiner Abschäumer, niedlich total, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es mir mit dem Gerät einfach gemacht. Ich hole das mal hier oben raus und halte es mal so in die Kamera. Hier oben läuft ein Schlauch, den ich als zweite Öffnung da oben rein durch eine zweite Bohrung gemacht habe. Ich habe da oben eine Bohrung reingemacht, den Schlauch durchgesteckt. So, dieser Schlauch ist so lang, dass er bis auf den Bodengrund des Abschäumertopfes reicht. Zweimal am Tag geht meine Dosierpumpe. Die ganz normale, einfache, siehe unten, ganz normale Evo 50 hier unten. Das ist die total einfachste Pumpe, die ich eigentlich kenne am Markt. Kalibrieren, wie ich es euch gezeigt habe im letzten Video, blende ich mal kurz mit ein. Und läuft, macht ihren Dienst. Reicht für dieses Becken vollkommen aus. Wir müssen hier nicht in den 0,01 Milliliter Bereich. Nee, Peng, brauchen wir nicht. Tatsächlich 1 bis 2 Milliliter. Das ist genau das, was ich jetzt hier tatsächlich an diesem Becken brauche. Größere Variante bräuchte wahrscheinlich ein kleines bisschen mehr. Hier unten die beiden Fläschchen, einmal mit N und einmal mit P, in verdünnter Weise, hatte ich euch auch gezeigt. Das wird zweimal am Tag dosiert, in jeweils der entsprechenden Menge, die ich umgerechnet habe. Und ja, was haben wir noch eingesetzt? Ja, Senna Reef ist drin, gehört nicht zum Lieferumfang. Dann haben wir hier an der Seite die Heizung, die tatsächlich das tut, was sie soll. Aber so ein kleines bisschen auch, ich sag mal, umgebungstemperaturtechnisch abhängig ist. Es ist eine 75 Watt Heizung. Diese 75 Watt sollen bis, blende ich euch noch mal kurz mit ein, habe ich jetzt nicht im Kopf. Habe ich das Paket hier stehen? Nö. Ich glaube bis 150 Liter, weiß ich jetzt nicht genau. Sollen die angeblich schaffen. Wenn der Raum nicht zu kalt ist, schafft die das. Ja. Die hat eine eigene Automatik drin. Also man kann halt keine Temperatur einstellen. Die ist auf 25 Grad eingestellt. Und ob die jetzt tatsächlich die genauen 25 Grad hält, oder ob sie jetzt 24,5 sind oder 24 Grad, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Könnte ich euch jetzt einblenden hier vom Senna Reef, dem entsprechenden Temperaturverlauf. Aber es fällt nicht unter 24 Grad bei der normalen Raumtemperatur. So, das muss ich schon mal dazu sagen. So, dann haben wir die Rückförderpumpe, die SeaRunner 600. Die macht ihr Ding tatsächlich hier oben mit diesem Nozzle dran, den ich hier habe, die zur Verwirbelung. Ist es ein kleines bisschen schwieriger, dass die auch tatsächlich die Menge schafft, weil hier oben ist natürlich ein Widerstand dran. So, würde ich den jetzt hier abnehmen, würde diese Rückförderpumpe ein kleines bisschen volumentechnisch mehr Wasser fördern können und dann hätte ich hier oben einen noch besseren Oberflächenabzug. Das heißt, die Pumpe habe ich tatsächlich jetzt in der Laufzeit einmal gereinigt, um zu gucken, jo, passt alles, ist irgendwo was drin. Und danach passte das wieder, dann funktionierte mein Oberflächenabzug, weil jetzt habe ich tatsächlich eine saubere Oberfläche. Hatte ich jetzt vor einiger Zeit halt nicht. Ich denke, was ist denn das denn? Ja, Pumpe zerlegt,
kurz gereinigt. War jetzt nicht großartig dreckig oder so. Das ist halt ganz normaler Bakterienfilm drin. Wieder zusammengesetzt. Natürlich beim Aufmachen und Zumachen darauf achten, dass man das Gehäuse nicht verkantet, damit man so wie ich Vollpfosten nicht am Anfang direkt die Achse schreddert, weil dann wird die Pumpe laut. Jetzt läuft sie wieder. Alles gut, kein Problem. Oberflächenabzug haben wir. Funktioniert. Womit wir dann auch hier hinten nochmal in den Bereich kommen von dem Druckteil von 3D IRS. Den Filtereinsatz, den wir hinten haben, kann ich mal eben rausnehmen, weil ich ihn tatsächlich momentan immer noch mal wieder leer habe. Dieser Filtereinsatz hier, da könnt ihr Watte oder in einem Säckchen eingepackte Kohle, wenn ihr das wollt, reinpacken. Wir haben hier eine entsprechende Höhe und hier hinten ist ein Notüberlauf gemacht. Das heißt, wenn das hier verstopft ist, dann geht das Wasser hinten drüber und der Kreislauf ist weiterhin gewährleistet. Also funktioniert wunderbar, kann ich euch nur empfehlen. Ist auch für dieses Becken und ich glaube auch für die anderen Versionen weiß ich nicht. Das müsste ich jetzt nochmal nachfragen. Aber mehr an Technik ist hier ja eigentlich nicht verbaut. Doch, tatsächlich doch noch. Osmolator 3. Tatsächlich in meinen Augen, nachdem ich jetzt auf der Messe den Osmolator Nano gesehen habe, das Ding funktioniert wie ein Uhrwerk. Keine Frage. Absolut top. Aber ob wir jetzt eine Nachfüllautomatik hier drin brauchen für 213 Euro, wo das ganze System hier schon gerade mal nur 400 kostet. Ja, aber dafür hat die Firma Thunsee ja dementsprechend auch schon die Lösung gebracht. Der Osmolator Nano, der ist günstiger, der kostet nur 130 Euro. Hat fast die gleichen Funktionen, aber da würde ich sagen, den könnte man hier tatsächlich vernünftig einsetzen. Ja, aber sonst, was soll ich sagen? Ich rede hier jetzt die ganze Zeit schon am Stück. Und ihr seht das Becken selber, wie es steht, wie es läuft. Ich habe nichts dran gemacht. Nada. Ja, ich fliege jetzt nochmal mit euch optisch durchs Becken. Grüner Hintergrund ist dann eben grün. Damit ihr seht, wie das Becken jetzt aussieht. Und dann würde ich sagen, direkt im Anschluss gehe ich hin, mache die Scheiben mal sauber, putze alles vernünftig, warte noch ein bisschen mit der Aufnahme, blende dann die neuen Aufnahmen im geputzten Zustand ein und dann könnt ihr selber entscheiden, ob es so viel Unterschied ist oder nicht. Also, bis gleich. We'll be right back.
Ja, Leute, ihr habt es tatsächlich gesehen. Es sah katastrophal aus. Also so kann man ein Becken doch nicht wochenlang stehen lassen. Nein, doch kann man. Ganz ehrlich, kann man. Ich habe es jetzt tatsächlich innen, außen, unten im Boden ein kleines bisschen aufgewühlt. Ich werde gleich noch mal mit euch da durchfliegen, damit ihr seht, wie es ist. Ich warte noch ein kleines bisschen, bis die Korallen wieder offen sind, damit das auch wieder hübsch ausschaut. Und ich euch natürlich ein total geiles Becken präsentieren kann. So wie es natürlich bei YouTube üblich ist. Ja, ihr habt vorher die anderen Aufnahmen gesehen, von daher, ja. Was ich noch sagen wollte. Ihr merkt, hier oben ist ja keine Abdeckung mehr drauf. Hat so ein kleines bisschen damit zu tun, dass wir jetzt die letzten Tage, also vor anderthalb Wochen circa ungefähr, hatten wir ja 27 Grad draußen und ich bin hier oben im Dachgeschoss. Ich habe hier sind meine Dachschrägen, die ihr nicht seht. Und wenn es draußen wärmer wird, wird es hier oben natürlich auch wärmer. So, jetzt hatte ich natürlich das Ganze abgedeckt und die Wärme konnte nicht raus. Ja, warum habe ich es abgedeckt? Einmal natürlich, damit die Flüssigkeit nicht so schnell verdunstet. Klar, logisch. Hat den Nachteil bei so einem kleinen Becken, dass man natürlich die Problematik hat, wie kriege ich da jetzt die Kühlung dran? Dafür muss das Becken offen sein. So, wenn ich es aber jetzt wieder aufmache, habe ich gedacht, ja, was machst du jetzt mit deinen Schneckchen? Weil meine Schnecken, das sind richtige Knastausbrecher. Dafür hatte ich ja unter anderem dann auch die Abdeckung drauf gehabt. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Kurze Info vom Thorsten gekriegt, der auch hier und da dann mal so ein paar Kleinigkeiten an Infos von woanders bekommen hat. Vaseline. Wo habe ich sie? Genau. Ja, hier bei, ich glaube, Kaufland habe ich sie her. Achtung, Werbung. 1,20 €, diese super 125 Milliliter, von die ich nie brauchen werde. Fürs Aquarium so viel. Einfach nur die Oberkante, einen hauchdünnen Film drauf. Rundrum. Ganz nur hauchdünn. Und anschließend den Rest wieder sauber machen. Könnt ihr dann Vorder- und Rückseite wieder abwischen. So dass obendrauf eine leichte Schicht Vaseline ist. Und schon bleiben die Schnecken da, wo sie sein sollen. Weil diese Turbos hier. Die mexikanischen Turbos, das sind die absolut geilsten Schnecken, die ich überhaupt kenne. Da muss ich auch noch mal ein ganz dickes Dankeschön an den Thorsten rüberschmeißen, weil der ist derjenige, der es im Endeffekt ja entgegen meiner Empfehlung anders umgesetzt hat und trotzdem recht hatte. Ist tatsächlich so. Vielen lieben Dank dafür. Ja, ich habe ihm gesagt, kauf Turbos. Er geht hin, kauft dann dementsprechend Turbos, aber keine normalen Turbos, die wir kennen, also sprich die Turbanen mit den, die mit das Gehäuse nach oben haben, sondern kauft die karibischen. Und diese karibischen Schneckchen hier, das sind die absoluten Rasenmäher. Also da kann ich nur sagen, wenn ihr sie kriegen könnt, holt euch lieber die. Gebt ein kleines bisschen mehr Geld aus, dafür braucht ihr nicht so viel. Also hier sind jetzt 5 Stück drin. Und ihr habt die Scheiben gesehen. 2,5 Wochen nichts dran getan. So sahen sie aus. Haben die Schnecken alles gemacht. Ich habe nichts anderes drin, außer diese Schnecken hier. Und ja, es sind noch Turbos, Täubchenschnecken drin, aber die zählen nicht. Ja, keine Einsiedler. Das Einzige, was ich jetzt tatsächlich noch an Algen drin habe, wo ich jetzt von Hand dran muss. Und da bin ich auch froh, dass ich nur die Schnecken drin habe und keine Einsiedler, weil dann brauche ich nämlich nicht festkleben, weil alles, was ihr hier seht, ist zu, ja, ich sag mal 80%, 70%, 70% nicht geklebt, sondern einfach nur hingestellt. Mit Schnecken kann man sowas machen. Mit Einsiedlern hat man die ganze Einrichtung irgendwann unten am Boden liegen. Also auf dem Boden hier. Ja, ich habe Kugelalgen. Da muss ich jetzt halt dran. Tatsächlich sind die auf den Ablegersteinen und auf den Steinen, die ich eingesetzt habe und nicht auf dem, bisher noch nicht auf dem Epo-Reef. Zum Epo-Reef selber, da mache ich euch auch gleich nochmal ein paar Detailaufnahmen und zeige euch das, wie es jetzt aussieht. Und Fakt ist, was soll ich sagen? Epo-Reef ist Epo-Reef. Es ist in meinen Augen das geilste Zeug ever. Ja, es ist nicht natürlich. Nein, es sieht am Anfang nicht wirklich natürlich aus. Soll es ja auch nicht, weil die Natürlichkeit kommt im Endeffekt durch unsere Korallen.
Und Fakt ist, dieses Hang-On-System hier, wo der Norbert jetzt dran am Arbeiten ist, was jetzt demnächst verfügbar sein wird, das ist absolut geil. Das ist hier ist noch ein Prototyp. Und die nächste Version, die davon rauskommt, die ist definitiv genial. Kann ich euch schon mal anteasern. Ich habe sie schon gesehen und muss sagen, Norbert, echt geil. Und die Nano-Versionen, die dann rauskommen werden, kann ich nur sagen, cool. Einfach nur cool. Das, was wir jetzt hier drin haben, ist wie gesagt ein Prototyp. Und alles andere wird dann bei ihm auf der Seite in dem entsprechenden Shop, den er dann haben wird, zu sehen sein. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Was soll ich sagen? Das Becken ist nach dem KISS-Prinzip aufgebaut. Keep it simple, stupid. Bau es so einfach wie möglich auf. Blödmann, piep. einfache Korallen. Und man hat eigentlich auch schon genug Spaß. Wenn man jetzt keine großen Ansprüche hat, kann man das genau so betreiben und muss nicht viel dran tun. Genau das wollte ich euch im Endeffekt hier zeigen. Dieses Becken wird auch weiterhin betrieben. Definitiv, ob das jetzt mit der Lampe weiterhin so, so läuft, weiß ich noch nicht. Ich hatte euch ja gesagt, dass wir dieses Becken hier ein kleines bisschen missbrauchen werden für Beacon. Und ja, da gucken wir mal, was wir im Endeffekt draus machen. Fakt ist aber, ich kann euch sagen, so wie es jetzt hier steht, habe ich es noch nie einfacher gehabt. Also ich bin selber überrascht und kann auch euch da draußen im Prinzip nur sagen, es geht tatsächlich simpel, wirklich einfach. Ja, schöne Weichkorallen, schöne Scheibenanemonen drin, ein paar Zoas, ein paar Palis, die man natürlich, ja, wohlgemerkt, also Palis, müsst ihr euch, da müsst ihr richtig mit aufpassen, gerade die ich jetzt hier drin habe, die Palitoa grandis, das sind die giftigsten Tiere ever. Ja, also da muss man schon gewisse Vorsichtsmaßnahmen und Umgangsregeln beachten. Nicht einfach in den nächsten Lagen sagen, ich will gerade mal Palis haben. Nein, vergesst das. Ja, bitte beschäftigt euch im Vorfeld mit den Tieren, die ihr einsetzen wollt. Ob sie einfach sind, ob sie schwierig sind. Fakt ist, das, was jetzt hier drin ist, ist simpel, ist einfach zu halten. Kann unter anderem aber auch zu einer Plage werden. Also erkundigt euch, wie ihr das am besten machen könnt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann in ein oder zwei Monaten sehen wir uns mit dem Becken hier wieder. Das war jetzt mal so ein Zwischenupdate, wie es bisher läuft. Und ich kann eigentlich nur sagen, läuft super. Wenn ihr Fragen habt, ja, ihr seht zwischendurch in den Samstagsabends-Live-Streams, dann wird dieses Becken immer noch im Hintergrund sein. Ich kann es euch jedes Mal zeigen, was jetzt Phase ist, wie es aussieht. Also vollkommen transparent dieser Kanal, wie immer. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Solltet ihr noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Ähnliches haben, schreibt es runter in die Kommentare. Solltet ihr was anderes wissen wollen, schreibt es auch runter in die Kommentare. Haut die Dinger mal voll. Ich bin so ein bisschen, ja, ich hätte da gerne mal ein kleines bisschen mehr Feedback von euch da draußen. Ich sehe immer, ihr guckt es euch an. Ich sehe auch immer, da kommen die Daumen hoch. Jo, klasse. Kommunikation wäre echt klasse. Nur mal so. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt reicht's. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ich zähle auf euch. Däumchen nicht vergessen. Euer Viper. Ciao.